Hallo, mein Name ist Dosh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Skies. Was für eine wunderschöne Drehung. So, letzte Folge haben wir hier die ersten Anfänge gemacht. Wir haben eine kleine Siebenanlage aufgebaut, wir haben einen Koppelgenerator aufgebaut. Nicht wirklich viel, eine kleine Plattform, womit wir ein paar Bäume fällen können. Und ich habe mittlerweile auch schon relativ viel gesiebt. Ich habe jetzt auch schon hier einen Teil der Mechs auf Emerald upgraden können. Der Schritt ist eigentlich nicht schwierig, so von Diamant auf Emerald, weil wir mit den Sieben, ich zeige das aber ganz kurz, nicht Sieb, wir müssen nach Mech suchen. Wenn wir bei Eisen dran sind und dann, wo haben wir hier, Gravel 7, kriegen wir sowohl Dias zu 0,8% als auch Emerald zu 0,8%. Und naja, ich habe halt hier immer wieder so im gleichen Verhältnis was rausbekommen, deswegen konnte ich schon ein bisschen upgraden. Und ich habe mir jetzt auch schon mal ein paar Gedanken gemacht, wie wir auf jeden Fall weitermachen sollten. Und zwar ist das ganz einfach. Ich habe ja folgende Schritte überlegt. Wir sollten generell wirklich erstmal gucken, dass wir so die Grundressourcen automatisiert kriegen. Dafür habe ich das auch schon mal gedacht, dass wir mal so andere Wege gehen, als einfach jetzt die sture Methode Flux-Hammerer, Flux-Sieve, dass wir Cobble zu Gravel, Gravel zu Sand und sowas machen. Können wir machen, aber ich will gucken, dass wir vielleicht auch schon die anderen Ressourcen vorbereiten. Also sowas wie Endstone, Netherrack, Basalt, all sowas, dass wir das sofort chiseln können, sieben können, dass wir alles an Ressourcen rauskriegen. Dafür möchte ich aber gucken, dass wir einmal sofort alles in ordentlichen Storage kriegen. Dafür wollte ich die Drawer weiterverwenden, beziehungsweise sofort für die Erdseite Compacting Drawer. Und ich möchte gucken, dass wir ein bisschen Energie anfangen. Ich möchte gucken, dass wir dann vielleicht wirklich auch hier ein bisschen schöner baut, weil wenn ich diese Holzplattform kriege, da kriege ich schon ein bisschen... Ja, muss ich sein. Es geht schöner. Ich habe mir so ein paar Sachen hier schon mal rausgesucht, wie man vielleicht eben gesehen hat. Ich habe mir überlegt, so Gravel, Sand und das können wir sieben. Da reicht, wenn wir das über einen Cobble-Generator machen mit den Flaxen, mit dem Flux-Hammern. Sieben können wir das alles später dann machen über Item-Interfaces mit einem Player-Simulator. Das habe ich mir schon mal so weit rausgesucht. Da fehlen uns aber noch ein paar Schritte für. Für die ganzen Erze werden wir Compacting Drawer in Verbindung mit einem Storage Controller machen, weil, ich zeige das einmal ganz kurz, ich bin jetzt gerade schon mal so ein bisschen Eisen am Schmelzen, zwar ineffektiv, aber wir kriegen schon mal was rein. Ich habe ja auf jeden Fall schon mal gut gesiebt. Wenn wir das jetzt so einmal schmelzen, kriegen wir einen Barren raus. Wenn wir das dann später, ich würde das ganz gerne versuchen, so diese ganzen Raw Ores, würde ich gerne über Mechanismen verarbeiten, da kann ich mal die ganz simple Methode machen. Enrichment Chamber, also verdoppeln in Energy Smelter, 1:1. Jetzt haben wir hier eine Situation, wir können 3 nehmen, 3 Copper Ores, und wir machen dazu 4 das. Es geht aber noch ein bisschen anders. Wir können es über diesen Block of Raw Copper machen. Da, wenn wir das in die Enrichment Chamber stecken, dann kommen wir sofort auf 12. Das ist schon mal ein Schritt mehr und wir sparen uns einfach quasi 3 Gänge. Würde ich sagen, klingt schon mal auf den ersten Blick nicht schlecht. Damit wir das auf jeden Fall erstmal hinkriegen, würde ich, wie gesagt, diese Compacting Drawer aufbauen. Aber, da ich da auch gucken möchte, dass wir das möglichst effektiv hier hinkriegen, würde ich sagen, wir upgraden unseren Cobblegen erstmal, dass wir mehr Cobblestone reinkriegen. Da bin ich auch die ganze Zeit schon Compressed Cobblestone am Verhämmern. Dann, dass wir dann quasi, dass ich sofort 96 Gravel rauskriege, die ich hier durchsieben kann. Ich habe hier auch mal den Crucible mal aufgestellt mit einem Uranium-Block. Uran ist ganz einfach, wie wir hier rankommen. Und zwar, wo haben wir das? Hier haben wir Uran kriegen wir, indem wir Sand sieben. Das reicht schon mit dem Flintmesh. Da habe ich einmal sowas zusammengefarmt, dass wir einen Block kriegen. Hat eine 20er Hitze, also pro Tick ist das oder pro Sekunde, ich bin mir gerade nicht genau sicher, kriegen wir 20 Millibuckets Lava, was einfach schon mehrmals angenehmer ist. Wenn wir das jetzt, ich zeige das einmal ganz kurz. Ja, das sieht mir so ein bisschen pro Sekunde aus, aber es geht einfach so schnell. Und das ist, glaube ich, erstmal, es geht noch besser. Den ersten Schritt, den ich jetzt hier ganz gerne angehen möchte, wäre vielleicht die Öfen schon mal zu upgraden. Zumindest schon mal auf Iron Furnace. Man könnte auch gucken, dass wir jetzt schon sofort auf Gold Furnace raufgehen, beziehungsweise, ja gut, Dia geht jetzt noch nicht so gut, aber ich glaube, Gold wäre auch schon mal nicht schlecht. Das heißt, ich schmeiß hier das jetzt einmal kurz raus. Eisen habe ich nämlich schon mal gerade rausgeholt. Und wir machen dann einmal Hälfte hier rein, Hälfte hier rein. Das ist mir erstmal egal, was mit den Grundressourcen passiert, dass wir die noch nicht verdoppeln können oder so. Weil ich glaube, wenn wir diese sieben Anlagen einmal hier aufgebaut haben,
dann wird das relativ schnell vorangehen. Ich mache mir dafür einfach jetzt mal gerade zwei neue Öfen. Ich glaube, die Kombination sollten wir noch haben. So, einmal. Und. Na, und zweimal. Zwei neue Öfen. Damit haben wir schon mal die. Gold dauert noch ein bisschen länger, weil die halt alle so einen Goldblock brauchen. Aber sollten wir auch gleich haben. Ich könnte jetzt hier gerade einmal abbrechen und sofort rausnehmen, damit wir das dann hier drin machen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe noch genug zu tun. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt einfach mal hier meine beiden Eimer rausnehmen. Meine Pickaxe. Und dann hier 6 Cobblestones rausnehmen. Und wir haben den Cobblegen Tier 2. Oder wir machen das Ganze noch einen Schritt weiter. Nehmen jetzt die Lava hier raus. Die sollte fertig sein. Jawohl. Nehmen uns noch einmal hier Wasser raus. Und upgraden das Ganze noch einmal auf Tier 3. So. Ich könnte jetzt auch schon auf Tier 4, glaube ich, schon gehen. Aber ich glaube, Tier 3 ist erstmal ausreichend. Das wird auch nicht mehr allzu lange hier stehen. Ich muss mal gucken, wie ich hier die Base designen will. Ich weiß noch nicht, wie ich den Boden wirklich machen will. Ob das wirklich erstmal so... Wobei, ich könnte vielleicht... Es gibt hier den Mod Chip. Wo ist er? Mit dem Mason's Table kann man hier verschiedene Blöcke bearbeiten, wie die... wie heißen sie nochmal? Wie die Chisel von damals. Ich glaube, den Mod gibt es immer gar nicht. Ich glaube, das ist ja Nachgänge davon. Und was ich bisher so gesehen habe, der normale Stone, ich glaube, wenn man den hier mit Chip ein bisschen bearbeitet, so dieses Muster hat mir schon relativ gefallen. Oder hier so diesen glatten, dass wir den als Boden nehmen. Ich behalte das einfach mal im Hinterkopf. Ich mach da jetzt erstmal. Ich würde jetzt aber erstmal anfangen, dass ich ein paar Igneous Extruder aufbaue. Was brauche ich für Igneous Extruder? Wir brauchen Invar Ingots. Wie kriegen wir Invar hier? Entweder... Oh, das hat gar kein Rezept mehr. Okay. Früher hatte ich irgendwie immer noch im Kopf, es gab noch den Induction Smelt. Den gibt es immer noch, aber es gibt kein Rezept dafür. Okay. Okay, dann Kommando zurück. Igneous Extruder können wir trotzdem machen. Die Invar Ingots machen wir dann über den Dust. Da brauchen wir Iron Dust und Nickel Dust. Und den Dust kriegen wir nicht so. Mit einem Ohrhammer von All the Ores. Da nehme ich jetzt einen Ironhammer. Das kostet 2 Blöcke. Das sollten wir aber auch zusammenkriegen. Ja, locker easy. So. Einmal und zweimal. Resteisen kann wieder hier rüber. So. Schon haben wir den Ohrhammer. Das heißt, ich würde jetzt generell mal gucken. Wir können über diese Igneous Extruder können wir verschiedene Blöcke schon herstellen. Wir können sofort Cleanstone herstellen. Wir könnten Blackstone herstellen. Basalt. Aber auch Endstone. Netherrack ist möglich. Ich glaube, man versteht schon so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze hier gehen wird. Ich will auf jeden Fall gucken, dass wir über die Teile schon mal die Ressourcen generieren. Alleine Endstone, Netherrack ganz am Anfang so quasi verlaut zu kriegen. Ich glaube, alles, was wir dafür brauchen, ist ein Glowstone und ein Redstone-Block. Ja, Block of Redstone, Block of Glowstone, einmal Witchwater. Sollten wir auch hinkriegen. Wir haben hier so ein paar Mycelium-Spores. Witchwater. Ja, genau, Mycelium, da kriegen wir alles hin. Das ist nicht das Thema. Gut, dann würde ich sagen, fange ich doch einfach mal schon mal mit den ersten paar Sachen an.
So, und schon haben wir Netherrack und Endstone automatisiert. Das heißt, wir haben hier den ersten Schritt mit der Ingenieurstruktur dann schon fertig. Ich wusste gar nicht mehr, also früher war das ja immer so, dass sie noch automatisch irgendwie so hier eine Anzeige hatten, dass man aussuchen kann. Ich glaube, das geht es bei denen gar nicht mehr, aber das haben wir hier durch die Item Pipes super easy gelöst. Das fühlt sich jetzt erstmal weiter auf, ist jetzt ein bisschen uneben, ungleich, weil ich hier einmal aus Versehen mit einer Pipe hat man vielleicht in der kurzen Sequenz gesehen, einmal das Switchwater deleted habe, aber das ist ja relativ schnell erledigt. So, was ich jetzt am Überlegen bin, ist einmal, ich werde Strom brauchen, darüber müssen wir gar nicht denken, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Ich werde irgendwie gucken, dass ich Strom generieren möchte, muss. Das heißt, ich werde Magmatic Dynamos aufbauen. Das ist jetzt einfach wieder Invar, Eisen und ein bisschen Gold Redstone. Damit wir aber weiter Lava generieren, werde ich hier drüben eine so, ich werde hier so eine 5x5 Fläche an Uranienblöcken und sowas aufbauen, beziehungsweise erstmal langsam anfangen. Ich werde jetzt mal den einen hier drüber tun und dann gucken, wenn wir dann weiter Lava generieren, dass wir das immer weiter aufstocken. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass die ersten Erze, die wir dann hier verarbeiten, die einfachen Gravel Sand Dust sind. Aber damit das dann auch alles wieder ordentlich umfunktioniert wird, beziehungsweise umgesetzt wird, möchte ich wie gesagt die Compacting Drawer haben und die Storage Controller. Das ist erstmal nicht das Thema. Das Schwierigste wird hier der Storage Controller, weil wir hier Quarz brauchen. Quarz sollte jetzt aber nicht das Thema sein, weil wir, wenn wir Quarz ziehen wollen, brauchen wir entweder Soul Sand oder Crushed Netherrack. Mindestens mit dem Iron Mesh, da kriegen wir auch schon Netherite Scrap raus, ist jetzt nicht das Thema. Was ich jetzt aber schon eher machen möchte, ich möchte gucken, wenn wir das hier soweit fertig haben, die Erzgenerierung, dass das über die Player Simulator und Item Interfaces gemacht wird. Item Interface ist sehr, sehr schnell gemacht, Crystallized Mandrill Chunks, davon habe ich schon ein paar. Der Player Simulator ist eine andere Geschichte. Da werden wir Logic Director brauchen und das heißt, wir brauchen Crystallized Chorus Chunk. Crystallized Chorus Chunk kriegen wir, wenn wir Popped Chorus Fruit in einen Mechanical Squeezer packen. Oder Proto Chorus, sagt mir jetzt gar nichts. Ja, okay, das ist sowas selber gemacht ist. Wie kommen wir jetzt an Chorusfrüchte ran? Das ist die nächste Geschichte. Gar nicht, wir müssen jetzt den Enderdrachen erstmal besiegen. Das heißt, wir brauchen Ender. Oh, natürlich gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wenn wir uns einmal schauen, Chorusfrüchte, können wir über die Chorusflower selber herstellen. Wie kommen wir an eine Chorusflower ran? Man kann sich schon bestimmt denken, über Endstone. Endstone haben wir hier, wir kriegen auch ein paar Enderperlen raus. Das will ich auf jeden Fall auch gucken, dass das automatisch weiterläuft. Also, ich werde jetzt erstmal ein kleines bisschen Netherrack und Endstone klein machen, 7. Und dann gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen weiter aufbauen. So, ein wenig Zeit ist vergangen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Lava-Produktion aufgebaut. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Im Grunde genommen habe ich jetzt hier auch das Sieb eigentlich nur geupgradet und ich bin einfach nur gerade Gravel am Durchheizen, weil ich mir denke, wir werden hier für den Player Simulator einiges an Diamanten brauchen. Wie der aufgebaut wird, werden wir gleich mal angehen. Beziehungsweise generell hier so die ersten Sachen wie Drying Buzzer, Mechanical Squeezer und all sowas. Das werden wir auf jeden Fall mal angehen, aber vorher werde ich noch ein wenig weiter sieben. Ich habe mal ein bisschen probiert, das schon mal zu bauen, so mit gechippten Andesit, aber so richtig überzeugend tut mich das noch nicht. Das ist irgendwie bisher einfach nur so grau auf grau. Ich glaube, das reiße ich wieder ab. Ich muss mal gucken, wie ich hier bauen werde. Ich weiß es noch nicht.
Ich denke, das reicht jetzt mal als Ansatz. 52 Diamanten, 43 Emeralds. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug gesiebt. So, für mich ist schon mittlerweile ein neuer Tag angebrochen, beziehungsweise schon bald ein neuer Tag zu Ende. Ich habe jetzt einmal hier drüben so ein bisschen was gebaut. Ich bin damit schon mal ein bisschen zufriedener, aber so richtig gefällt es mir immer noch nicht. Aber fürs Erste ist das so in Ordnung, finde ich. Wir haben jetzt hier so eine schöne Kombination aus Mandrel Locks, Underside, also Chipped Underside, und oben haben wir Framed Slabs drin. Mit. Habe ich heute über? Oh, vielleicht soll ich mal im Inventar schauen. Mit diesem Blackstone. Falls ihr es noch nicht wisst, die kann man in diesem Mason's Table machen. Der ist auch nicht wirklich teuer. Das sind zwei Clay, zwei Eisen, Dutzend Holz. Das ist nicht viel. Und hier kann man quasi wie damals mit dem Chisel einfach so die Blöcke bearbeiten, wie man möchte. Ja. Auf jeden Fall, das ist so erstmal das grundlegende Design. Ich habe mir jetzt auch schon mal überlegt, wir sollten jetzt erstmal weitermachen, dass wir auch mit den Logic-Sachen arbeiten können. Dich will ich nicht. Und zwar brauchen wir dafür einmal einen Squeezer. Und wir brauchen einen Drying Buzzer. Für das Drying Buzzer brauchen wir zweimal schwarze Farbe. Schwarze Farbe ist hier so ein bisschen ein kleines Problem erstmal. Gibt es nicht wirklich viele Methoden. Aber wir können über Mystical Black Petals können wir schwarze Farbe herstellen. Ich habe da jetzt eben schon mal so ein bisschen was gemacht. Einfach mit dem Floral Fertilizer. Der ist relativ günstig. Das ist ein Bone Meal und Farbe. Also ich hätte eigentlich 5 Bone Meal nehmen können. Hier haben wir nämlich jetzt auch schon eine Black Flower da. Machen wir so und so. Und schon haben wir die Farbe zusammen für das Drying Buzzer. So, wie wollen wir jetzt hier voran machen? Wie funktioniert das? Wir haben jetzt hier einmal den Squeezer. Wie man sieht, der hat hier unten so eine Rille. Da stellen wir den Drying Buzzer direkt neben dran. Und da wir erstmal ein bisschen Mandrel Locks brauchen und... Oh, ich bin ganz geschmolzen. Machen wir da erstmal hier mit... So, hier kommt ein Mandrel Lock rein. Und damit wir den squeezen, müssen wir hier drauf hüpfen. Und schon geht das Mandrel Wizard darin. Hier aus dem Holz geht komplett hier rein. Und nach ca. 15 Sekunden, noch nicht mal 15 Sekunden, haben wir einen Crystallized Mandrel Block. Wie schnell lang der war das? 7,5 Sekunden. Das war dann aber mit dem. Wo haben wir? Mit dem Chorus. Genau, mit dem Liquid Chorus sind das 15 Sekunden. Das kriegen wir hier mit Pop Chorus Roots. Jetzt haben wir nur ein Problem hier. Der ist kaputt. Nein, haben wir nicht. Mit einem einzigen Stick, einem Cobblestone, machen wir einen Lever, der daneben kommt und ist resettet. Und wir können von vorne anfangen. Kleines Update. Ich habe jetzt hier eine Pressure Plate gemacht, weil man ist ja hier drauf eher am oben hüpfen. Wenn das jetzt einmal so drüber ist, kann man dann einmal schnell nach links und das nächste eigentlich schon reindrücken. Und immer so weiter. Geht ein bisschen schneller, finde ich. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade den Game Changer für mich gefunden, dass die ganzen Erze einfach so viel angenehmer machen wird. Und zwar, momentan habe ich immer noch diese ganzen Gold-Ore-Pieces. Und ich bin das ja immer noch hier so ganz mühsam am Reinklicken. Oder man drückt Shift-K. Und dann nochmal. Na, mit dem klappt das nicht. Gerade eben hat er noch hier mit dem noch geklappt. Oder war das gegen das noch hier in der Truhe? Ja, genau, hier. Es wird dann trotzdem einfach komplett gepresst. Alles so klein es geht. Danke! Wer auch immer für diese Funktion zuständig ist, danke! Damit wir aber jetzt mal soweit sind und Integrated Dynamics richtig verwenden können, würde ich sagen, benötigen wir auch erstmal ein bisschen Energie. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt erstmal ein paar Magmatic Dynamos. Aber damit wir die Energie auch übertragen können, brauchen wir Energy Pipes. Die sind nicht gut schwierig. 16 Stück kriegen wir mit 19 Redstone. Ich würde sagen, wir machen mal zwei Ladungen davon. 32 sollte erstmal für den Anfang reichen. Weil wir können auch relativ schnell, habe ich schon gesehen, auf Flux Storage gehen. Beziehungsweise Flux Networks. Alles, was wir hierfür brauchen, größtenteils. Sagen wir jetzt einfach mal, wir schauen uns mal die Flux Plugs an. Das sind die Flux Cores und die Flux Blöcke. Einen Moment. Hallo. Tschüss. So. Alles, was wir brauchen, sind die Flux-Cores. Die brauchen Obsidian. Obsidian können wir super easy herstellen, indem wir
Lava auffüllen mit einem Barrel voll Wasser. Das können wir gleich aufbauen. Das ist eine kleine Automatisierung von 2 Sekunden. Ansonsten Enderaugen. Wir haben 52 Blaze Powder und wo habe ich sie? 25 Enderperlen und wir können jederzeit mehr Enderperlen machen. Ich muss mal den ganzen Dust noch durchsieben. Ich würde sagen, das wäre nicht das Thema. Weil rein theoretisch gesehen können wir ein simples Flux-Netzwerk schon machen mit nur einem Flux-Point und einem Flux-Plug. Oh, ich habe ein kleines Problem doch entdeckt. Flux kriegen wir zwar über 7 mit Basalt, das ist nicht schwierig zu automatisieren. Da können wir wieder einen Igneous Extrude dann nehmen. Bräuchte Blue Ice, das kriegen wir auch noch hin. Soul Soil würden wir bestimmt auch noch hinkriegen. Ja, das geht auch noch in Ordnung. Wir brauchen aber Netherite Mesh und ich glaube, allzu viel Netherite haben wir noch nicht. Doch, eins würden wir hinkriegen. Also das könnte klappen. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten Magmatic Dynamos aufbauen. Dafür brauchen wir so noch ein bisschen Redstone. Ich nehme mal 2 Blöcke, die wir klein machen. So, Magmatic Dynamos. Wir brauchen Redstone Flux Coils. Machen wir erstmal 2 Stück. Wir brauchen Invar Gears, das heißt, wir bräuchten einmal Iron Nuggets und dann machen wir nochmal 2 Invar Gears und 2 Magmatic Dynamos. Die können wir jetzt hier drüben schön anschließen. Da habe ich mal so hier was vorbereitet. Ich bin noch am überlegen, wie ich das hier mache, ob ich später da einen Ender Tank verwende. Bin ich mir immer noch ein bisschen unschlüssig oder ob ich dann hier jetzt einfach so kurz so mache. Das ist so die unschönere Variante, finde ich. Dann müsste ich wahrscheinlich so machen. Energy Pipes können wir hier so machen. Jetzt würde ich nur mal kurz gucken. Die Fluid Pipes. Kommen die durch die Wände? Habe ich keine Fluid Pipes mehr? Dann müssen wir noch welche machen. Das ist auch nicht das Thema. Fluid Pipe. Wir brauchen eigentlich schon. Wir dürften eines dafür im Inventar haben. Schauen wir noch einmal. Dann mache ich das aber so, dass ich hier nochmal rausziehe. Blub, blub. Okay, das geht. Das ist in Ordnung. Dann können wir die jetzt mal hier aufheizen. Wir machen unsere erste Energie. Ich will hier drüben noch ein bisschen erweitern, dass wir dann hier drüben vielleicht nochmal so ein paar Stellen haben. Ich weiß noch nicht, ob ich die Treppe da lasse. Ich werde die Base eh erst noch umbauen. Ich will gucken, dass wir hier die Dirt-Insel noch ein bisschen beibehalten, aber hier so dieser ganze Bereich, der wird noch verschwinden. Ich will jetzt so mit diesem Design erstmal ein bisschen weitergehen, dass wir dann sagen können, hier jetzt Energie und dann den nächsten Kasten dachte ich schon, dass wir dann vielleicht Crusher aufbauen können, dass wir da alles fertig machen für 7. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal in der nächsten Folge. Ich bin jetzt erstmal mit diesem Fortschritt heute erstmal, ich sag mal so semi-zufrieden. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte, das kriegen wir heute schon alles hin, aber es waren dann doch so ein paar kleinere Schritte. Aber nächstes Mal schätze ich mal, dass wir die Automatisierung hinkriegen für die Ärzte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Like da. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt unten auf den Abonnieren-Button und die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.